So, vorher. Oh, was ist das? Herrscher der Straße. Ich werde den Milizstützpunkt an der Straßenkreuzung zur Grand Avenue. Oh, verdammt. Das ist eine zentrale Route für Ihre Einsätze, Sir. Sie zurückzugewinnen ist von großem strategischen Wert. Ja. Wer von euch ist der Hauptakteur, der da... Leertaste. Hat das gedauert? Oh ja, 10, 15 Sekunden. Ihr sollt zu den Besten gehören, so wie ich. Das Ding macht uns platt, gibt's das? Ach ja schon. Scheiße! Er klebt an uns dran! Los! 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 Hm? Ach so. Ich kann nicht glauben, dass alle panisch abgehauen sind. Gotham ist ohne den Joker ganz schön verweichlicht. Komm, lass bitte los. Ach du Scheiße. X. Ich kann nichts mehr machen. Sonst noch irgendwo hinäffen. Gut. Ich wette, mit diesen Miliztypen werde ich fertig. Wie auch immer. Du bist hier nicht sicher. Der Knight weiß, wo du bist. Du kommst mit mir. Das kann ich nicht. Sie schaffen es nicht allein, brauchen mich. Sir, vielleicht werfen Sie besser einen Blick auf die Partition Bridge. Der Batwing hat den Cloudburst entdeckt. Scans zeigen, dass er bemannt ist und enorm viel Energie abgibt. Das hat so lange gedauert, wenn er so viel Energie strahlt? Der Arkham Knight. Den gezündet. Ivy, runter! Ach du Scheiße. Jau. Es ist schlimmer, als ich dachte. Schmerzerfülltes Atmen. Meine Pflanzen sterben. Der Cloudburst verstärkt die Wirkung des Toxins. Du musst dieses Gerät zerstören. Sonst können meine Pflanzen Gotham nicht schützen. Du stirbst, wenn du hier bleibst. Wir sterben beide, außer du stoppst ihn. Dann los. Sie geht wieder in den Baum. Eieiei, das tut jetzt natürlich weh. Wie den Schmerz aller Pflanzen sich aufnimmt. Natur ein bisschen was zurück. Sich so schnell verteilende Chemikalie kenne ich nicht. Ich weiß, Alfred. Es ist übel. Und das Kraftfeld des Cloudburst hat den Energiekern des Batmobils zerstört. Was nun? Ich schnappe mir Stack. Er hat den Cloudburst entwickelt. Dann wird er ihn auch zerstören können. Sehr gekonnt, Master Bruce. Hoffentlich finden Sie ihn. Bitte seien Sie aber mit dem Gas vorsichtig, Sir. Da steht ein Cloudburst. 1400 Meter. Hier wird auch dran geäfft. Da vorne an den K.
Kran. Ne, was ist das? Turm. City Vision. Ja, da muss ich mich öffnen. Komm, 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 ne? Hallo. Du bist erledigt. Oh. Ah. Oh. So einfach. Elektrophie. Schnell. Stack hat die Sicherheitsstufe erhöht, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Er hat wohl mit mir gerechnet. Durch diese Tür komme ich nur mit seinem Stimmenmuster. Du hast gerade die Macht des neuen dynamischen Duos erfahren. Ich habe so viel Geld, nicht mal Batman kann uns aufhalten. So. Ich hab so viel Geld nicht. Wie viel haben wir? 100%. Stimmkalibrierung abgeschlossen. Perfekt. Simon Stagg, öffnen. Ah, es ist praktisch. Oh, das haben wir aber noch. Stagg ist irgendwie entkommen. Die Miliz wird ihn nicht verschonen, wenn sie ihn findet. Ich muss mich erst um sie kümmern, bevor ich ihn suche. Okay, ich gehe da hoch. Die olle Drohne. Die Stimme des Arkham Knight ist synthetisiert. Ich kann seinen Männern Befehle erteilen. Stay kann nicht weit sein, aber er kennt sein Luftschiff wie seine Westentasche. Wir haben den Befehl, das Feuer zu eröffnen. Hat Stack nicht dieses Ding erfunden, das sich am Panzer des Arkham Knight befindet? Den Cloudburst. Schade, dass wir ihn töten müssen. Scheint ein cleverer Typ zu sein. Er ist beschäftigt. Er wird meinen Befehlen nicht folgen. Was? Vielleicht nicht, aber wahrscheinlich nützt er uns lebend mehr. Welchen Teil vom Killer? Check die Anzeige an der Energiezelle. Oh, ich töte den alten Sack. Mach dir da keine Sorgen. Ich meine ja bloß, dass ich die Dinge vielleicht ein bisschen anders regeln würde, toll, wenn ich das sagen hätte. Ja, jetzt mach deinen verdammten Job. Sonst wird der nächste Killertrupp auf uns angesetzt. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Noch näher. Noch näher. Vielleicht wurde er vom Gas aufgehalten. Nee, der Boss sagt, er wird kommen. Vielleicht ist er schon hier. Ziel gesichtet! Untere Zentrifuge! Komm. Lauf. Ah ja. Zwei ausgeschaltet, drei ausgeschaltet. Und ich die Drohnen schon abgestürzt. Steuert noch. Du brauchst einen Priester. Nein! Doch. Ich habe noch Stacks Fingerabdrücke gespeichert. An dem Container kann ich die Spur aufnehmen und ihn so finden. Im Container? Sarge,
Menschen. Das Biolaborteam wurde ausgeschaltet. Ich kann nicht gehen, ohne Stack zu verhören. Batman wird nicht entkommen. Sir, der Cloudburst ist aktiv. Er kann uns nicht aufhalten. Er wird die Chance nicht bekommen. Ja, Sir, die Serpents sind aktiviert und begeben sich... Okay, Stack. Wo versteckst du dich? Muss ich hier nochmal einen Tatort analysieren, oder was? Es ist zu spät, Batman. Ich habe bereits den Cloudburst. Stack kann dir jetzt nicht mehr helfen. Findet ihn, schmeißt diesen alten Sack aus seinem Zeppelin. Hä? Muss ich da drücken, diesmal nicht Leertaste zum Analysieren, sondern... Mach einfach folgen. Okay, okay. Ja, da verliert sich die Spur. Hä? Ist verwirrt. Hier hoch? Ah ja, nee. Stack muss auf dem Boden herumgekrochen sein, um sich vor der Miliz zu verstecken. Ah, und dann ist er da runter. Okay. Dann ins Gitter? Nee, da an der Wand entlang. Hier, da, 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 da. Wer ist denn da? Raus mit dir! Bitte, tu mir nicht weh! Sag mir, wie ich den Cloudburst stoppen kann. Sonst mache ich dich für alle Toten verantwortlich, die durch Scarecrows Hand gestorben sind. Es ist umgeben von einem Nimbusfeld. Es verteilt das Toxin und steigert die Effekte. Jedes Fahrzeug ohne Nimbuszelle wird sofort zerstört. Dann stört's dich ja nicht, wenn ich mir eine borge. Nein, natürlich nicht. Mach du nur! Rein hier! Eine Nimbuszelle. Oh ja, wir waren jetzt die Schläger nicht nochmal zurückkommen. Total schlechte Karten. Ach, da kann er sich was mit seinem Affen unterhalten. Alfred, Stack hat mir verraten, wie ich den Cloudburst-Panzer ausschalten kann. Verraten? Wie nett. Ich gehe zurück zum Batmobil. Ich muss einen Weg finden, diese Nimbus-Zelle in den Hauptantrieb zu integrieren. Aber Sir, Cranes Toxin kann durch die Fasern ihres Anzugs dringen. Nicht mal eine Gasmaske würde helfen. Wir wissen nicht, was passiert, wenn sie zu lange da drin bleiben. Dann muss ich mich beeilen. Ups. Identifizierung bestätigt. Guten Abend, Mr. Stack. Komm ich hier raus? Nicht so aus, ne? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Muss ich da lang? Kann ich nicht, ne? Vielleicht soll ich da auch nicht lang, deshalb stehen die da. Ja, gut. Identifizierung bestätigt. Guten Abend, Mr. Stack. Guten Abend. Identifizierung bestätigt. Guten Abend, Mr. Stack. Du lässt mich mal gerade hier durch. Da bist du hier. Komm schon raus und zieh mir das an. Jetzt setze ich mich wirklich nochmal diesem Gas aus. V
hast du Poison Ivy überzeugen können, dir dabei zu helfen, die Stadt zu retten, die sie hasst. Drohung, Erpressung, Scham. Sie stirbt. Bei Menschen wirkt es auf den Verstand, aber ihr entzieht es das Leben. Dr. Eisley kann mich nicht aufhalten, aber wie nobel von dir, sie zu Gothams erster Verteidigungslinie zu ernennen. Da links eine Party? Fragezeichen Party. So, du gehst mal eine Minute auf Schlafmodus. Ach ja, und ich gehe runter und wieder hoch. Und das jetzt so viel gibt Spaß es keine Rückkehr, Bats. Zeit, dich deinen Ängsten zu stellen. Batmobil reparieren. Mr. Bruce, ich hoffe, Sie haben nicht vor, was ich befürchte. Das wäre leichtsinnig und unverantwortlich, selbst für Ihre Standards. Es ist die einzige Option, Alfred. Sir, selbst wenn das Gas Sie nicht umgehend ausschaltet, könnte noch eine Dosis zu einem schweren psychologischen Trauma führen. Ich habe keine Wahl. Endlich mehr Jokers neben mir. Ui! Ich muss die Energiequelle langsam entfernen, sonst wird die Ausfallsicherung aktiviert. Ja, okay. Das war's, Betty. Spürst du, wie das Toxin durch deine Ahren schießt und deinen mürben Geist durchdringt? Ich tu's auf jeden Fall. Ich werde stärker, Bruce. Mit jedem deiner Atemzüge werde ich lebendiger. Ja, Sie haben keine Zeit mehr. Verschwinden Sie sofort. Bleib ruhig. Atme ganz langsam ein. Tief, langsam einatmen. Die ganzen Anstrengungen müssen dich doch müde machen. Willst du schlafen, Bats? Komm, jetzt drück mal. Schlaf, Bats! Oh Gott, ich muss ja so lange wieder reintun. Was ist das für ein dummes Auto? Dann bist du derjenige gefangen in mir. Also atme schön ein, tiefe Züge der Furcht. Schon bald wird Bats fort sein und ich setz mich durch. Gib auf! Ich bin hellwach in jeder Hirnzelle. Deine grauen Zellen werden grün. Überall Jokers, endlich. Master Bruce, sind Sie in Ordnung? Sir, hören Sie mich? Gib mir einen Moment, Alfred. Geht gleich wieder. Du siehst nicht allzu fit aus, mein Lieber. Nicht lange und ich sitze hinterm Lenkrad. Denk nur an den Spaß, den wir haben werden. Grips, Gewalt und Grausamkeiten. Das ganze Paket Gotham City wird uns zu Füßen liegen. Und weißt du, was das Beste ist? Du wirst die ganze Zeit über voll dabei sein und alles vom Beifahrersitz aus miterleben. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich kann es kaum erwarten. Master Bruce, geht es Ihnen gut? Besser. Gott sei Dank, ich bin wirklich erleichtert. Sir, die Toxinkonzentration in der Atmosphäre wirkt sich auf die Scanner des Batmobils aus. Es könnte schwierig werden, den Cloudburst zu orten. Ivy, ich kann den Cloudburst in all dem Gas nicht orten. Neutralisiere so viel, wie du kannst. Ich kann nicht, Batman. Meine Pflanzen sind zu schwach. Dann sag mir, wo ich noch eine finden kann. Tief unter Founders Island liegt ein Baum vergraben, die Miyagani nannten ihn Ayana. Ich finde ihn. Ja, das muss ich nicht F drücken. Muss ich nicht F drücken?
schön staubig die Straßen. Ja, im Schnee. Ich bin auf Founders Island. Zeit, nach Ayanas Wurzeln zu suchen. Ja. Sitzt es dir nicht direkt am Anfang gesagt? Oh, das ist schon da. Ich muss viel weiter. Alfred, ich habe Ivys Pflanze gefunden, die das verbliebene Toxin filtern kann. Aber das Sonar reicht nicht tief genug, um sie freizusetzen. Einen Moment, Sir. Direkt unter Ihrer Position wird im Moment die neue Erweiterung der U-Bahn von Gotham gebaut. In Port Adams sollten Sie einen Zugangspunkt finden. Genügt das? Es ist ein Anfang. Schick mir die Koordinaten. Natürlich gibt es Komplikationen. Ivy, deine Pflanze ist zu tief vergraben. Ich muss in den Untergrund. Beeil dich, bitte. Auf. Ich habe das Containerlager erreicht, Alfred. Ich brauche einen Zugang. Natürlich, Sir. Ich muss Sie warnen. Die Scans zeigen eine beträchtliche Anzahl von unbemannten Panzern. Ja, unbemannt. Nicht mehr lange. Sie stehen zwischen mir und der Pflanze. Sie haben den Eingang versperrt. Eine Falle. Ich habe ihn. Er ist bei Port Adams. Batman hat eine Drohne zerstört. Dafür bezahlt ihr. Rentner zerstört. Das ist eine Bombe. Dragon offline. Und er schiebt diesen Zahn mal gut. Bestätigt, jetzt ist der Treffer schon. Was ist das hier für eine Arena? Das war schon. Drohnen im Containerlager offline. Ich muss einen Weg in die Mitte des Containerdepots finden. Na, in die Mitte. Wie kommen in die Mitte? Gar nicht. Oder? Ich muss hier aufräumen, bevor ich den Aufzug. Unter Beschuss. Gut. Können wir uns herauswinden? Ja, was soll ich? Ich sollte im Wagen bleiben. Ich darf mich nicht weiter dem Toxin aussetzen. Ach so. Ich kann nicht glauben, dass du hier immer noch den Laufburschen für diese Öko-Tante spielst. Mal ehrlich, Bats. Ich dachte, wir machen langsam Fortschritte. Willst du diese Pflanzenlady diesen Ort wirklich zu ihrem persönlichen Garten machen lassen? Weißt du, was da draußen abläuft? Das ist ein Joker-Wunderland. Was suchst du in diesem Tunnel, Batman? Hoffnung. Du wirst keine. Früher einmal habe ich den Schrecken der Chemie gesucht. Ich dachte, perfekt angeordnete Atome könnten die Dämonen eines Menschen entfesseln. Du hast mir das Gegenteil bewiesen. Bin ich, muss ich laufen. Ja.
auf die Tür. Kann ich hier raus? Unsere Hölle ist dahin! Er war genau da! Fangt ihn! Hä? Okay. Jetzt hier rausgehe, ja. Wenn ich jetzt aus dem Schacht klettere, bin ich tot. Ich kann den Panzer kurzzeitig mit meinem Distanz-Hacking-Gerät blenden. Batman. Mach mich nicht weg. Was ist das Ding? So, hallo vorne. Hab ne Rattler verloren. Soll die Welt wahre Angst kennen, wenn sie dich hat? Einen tapferen Ritter, stets zur Stelle, um Monster zu erschlagen. Angst ist nicht nur Biologie, Batman. Sie ist mehr als ein Instinkt. Wahre Angst ist die Abwesenheit von Hoffnung. Und Hoffnung ist das Zeichen der Fledermaus, das am Himmel erstrahlt. Genau. Weise Worte. Autorätsel. Ah. Boah, du suchst doch nicht etwa immer noch nach Ivys uralten Sträuchern, oder? Es ist vorbei, Bats. Barbara ist tot. Gotham erstickt an Scarecrows Duftwässerchen und deine Beliebtheitswerte fallen schneller als die Flying Graysons damals vor den Augen ihres Knaben. Wofür willst du noch kämpfen? Wo sind meine Beliebtheitswerte? Du hast versprochen, Gotham würde sicher sein. Beschützt. Aber was sieht die Welt gerade? Mein Toxin erstickt die Straßen. Es verschleiert das Mondlicht und vergiftet die Pflanzen, von denen du dachtest, sie könnten mich aufhalten. Und jetzt kümmere ich mich um dich, Batman. Oh. Nicht dein Leben muss beendet werden, sondern dein Mythos. Die Hoffnung, für die du stehst. Die Hoffnung, die heute Nacht sterben wird. Armes Batmobil muss hier durchquälen. Jetzt muss ich wieder irgendwo eine Rampe. Warum? Wo ist die Herausforderung? Muss ich es wirklich für dich aussprechen? Scarecrow hat gewonnen! Es gibt keine Stadt mehr zu retten. Also spiel nicht den Helden, sondern akzeptiere den Joker in dir. Muss ich da jetzt drauf fahren, sie umlegen, dann wieder riegeln? Krass. Okay.
Ist ja doch wieder Arigami. Ja, sie ist relativ im Gleichgewicht, aber nein. Ja, okay. Wieder rüber. Patsch. Und einsteigen, bitte. Und ab geht's. Master Bruce, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Die Suche nach der Identität des Arkham Knights trug keine Früchte. Nichts? Ich habe eine Liste von Kandidaten, die wir nicht ausschließen können. Aber nein, keine wahrscheinlichen Verdächtigen. Versuch es beim ehemaligen Arkham-Personal. Hugo Strange hatte weiterreichende Motive. Quincy Sharp war instabil. Wollen Sie damit sagen, der Arkham Knight ist ein Mitverschwörer, der ihr Werk vollenden will? Ganz genau.